Ja, Mario. Ja. Ja, kann ich machen. Jo, mache ich. Jo, bis gleich. Mario ist erledigt. Ergibt es. Ja, macht er, macht er. Habe ich ausgerichtet, dass du dir, dass ich im Auftrag von meinem Chef, also von dir, ihm sagen soll, dass er doch bitte dem Herrn Veganus das ausrichtet, dass wir die Ballen da jetzt hinlegen. Ne? War doch was. Also soweit richtig. Ja. Mache das, mache ich ja so oder so nicht. Ich dafür bist ja eh du zuständig. Jo. Weiß Bescheid. Ja. Ja, da können wir vom Glück reden. 50, aber ich fahre mal 49, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber 49 wirst du auch nicht geblitzt. Also da darfst du eine 49 auf jeden Fall fahren. Es gibt sogar tatsächlich Stellen außerorts, da darfst du 70 fahren und dann wärst du erst geblitzt.
Ja. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ich bin ja die ganze Zeit am Durchfahren. Die ganze Zeit nur am Pressen. Mach doch Reihe für Reihe. Ich arbeite mich jetzt nach rechts durch, dann habe ich die rechte Seite fertig und dann fange ich da an, wo ich aufgehört habe. Oder da, wo ich angefangen habe und mach die andere Seite. Ja, du meinst wohl eher zwei Reihen, weil die Reihe mache ich gerade fertig. Schon wieder voll. Halleluja. Na, aber immerhin 18 Stück, ne? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der meint Kraftstoff. Ja, das sind wir die Einzigen, die das herstellen. Ja, in beiden Tankstellen sind 17.000 Liter. Also insgesamt haben wir, finden wir 34.000 Liter da. Warum? Ja. Okay. 34 hätten wir. 34.000. Also ich sag mal so, wir haben zwei Tankstellen und da sind jeweils 17.000 drin. Also kannst du ihm schreiben, dass wir das haben oder soll ich das eben machen? Ja gut. Ich frage erstmal wieder, wie viel er überhaupt halt gerne hätte. So, hier. Achso, hier. Ja. Bier. Da. Lohn. Ja, das wollte ich eigentlich schreiben. Okay. Das. Lohn und das. Etwas auf Lager. Auf Lager. Ich denke mal, dass das so richtig ist. Ja.
Und wie viel haben wir doch schon? Höchstpreis ist derzeit pro 1000 Liter 73 Euro. Ich denke mal. Ja. Da bringen wir ihn mal am besten, würde ich sagen, oder? Und wie machen wir das? Ja. Okay. Wann können wir das machen? In 2 Tagen, würde ich sagen. Ja. Ja, ganz genau. Ja, das sowieso. Okay, schreibst du ihm dann oder soll ich ihm jetzt schreiben, dass das mit dem Rest berechnet wird, was auch offen ist? Ich habe ihm einfach geschrieben, okay, wird morgen geliefert. Du gesagt hast, machen wir morgen mit dem anderen Scheiß. Also von daher, da werde ich jetzt keine Rücksicht aufnehmen, wenn du das haben willst. Na, der soll sich gefälligst nach uns richten und wenn ihm das ein Problem ist, mache ich kein Problem, kriege ich hin. Na. Ja. Ja. Hier, willst du mir das dann morgen einmal liefern, damit ich hier weiterpressen kann oder wollen wir tauschen? Gut. Ja, das ist auch besser so, glaube ich. Ja gut, dann fahre ich hier jetzt noch ein bisschen weiter und morgen setze ich mich dann einmal direkt an die Lieferung. Dann mache ich da auch gleich mit dem Wasser, würde ich sagen. Ja. Ja, dass wir endlich mal mit dem. Damit wir uns ein bisschen distanzieren können von der Gemeinde fürs Erste. Ne, vielleicht kommt der Herr Veganus ja noch zur Vernunft, aber ich glaube es nicht. Ich fürchte es nicht. Ich glaube, du bist etwas fotogen, kann das? Ja, irgendwann hat man das, irgendwann hat man das. Ja. Also. Ja, siehst du, jetzt hast du es ja so langsam drin. Na. Ja. Wir haben noch nicht mal die Hä? Okay, wir haben knapp die Hälfte vom Feld runter. Das ist ja nicht unser Bier. Das mit dem Platz ist ja nicht unser Problem. Wir legen das da irgendwo in der Nähe hin. Und ja, Rest muss dann der Herr Veganer. Vegan. Ja, nee, ja genau, da ist vielleicht ein. Ja genau, an der Tankstelle ist das. Ja.
Soll ich dann morgen auch gleich schon das Weizen und so abliefern? Ja. Müsste ich mir nur noch einmal dann notieren, separat auf dem Zettel, war, wie viel das alles war. Ja. Okay. Also von den drei, von Mais 10.000 Liter, von Weizen und so waren 20, okay. Gut. Das sollte ich ja mir nicht merken können. Machen wir morgen noch mehr. Ja. Wieder voll. Nicht da gleich. Da ist er jetzt dann. Ja. Ja, auch wieder so gut versteckt. Na. No.